So, hallo Leute, herzlich willkommen zu Terraria. Du musst erst mal auf den Server kommen, Junge. Ja, warte mal. Ich will euch jetzt was Cooles zeigen. Settings, Video, Achso. Resolution und dann zeigt er mir 1280 mal 720 an. Das heißt, ich kann jetzt genau 720p Breitbild machen. Whee! Bei Terraria. Ich habe jetzt hier Lightning einfach mal Color gemacht. Ich denke mal, dass es jetzt gleich irgendwie was Cooles ist. Ja, das ist hier übrigens mein Home-Server. Ist der Nils schon auf dem Server? Nee. Ach so. Keine Ja, dann Nils, dann Ahnung. connecte mal. Via Hamachi einfach. Port ist Ja, übrigens ach so, 10. ja, der Nils ist in unserer Konfi. Wir werden nämlich mit dem Nils zocken. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht ist, wird er noch kommen, vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegt er es noch irgendwie hin, dass sein Mikrofon nicht so rauscht. Und Ja, das jetzt ist für alle wahrscheinlich nicht, die, dass die dann sein Mikro irgendwelche. rauscht nicht stark. Wir sind einfach die, die hier Heek-Tech haben. Wie? Ach, egal, Alter. Unser Mikro hat ja. Unser Mikro ist immer noch nach wie vor ein Studio-Mikrofon, Ja, also. stimmt. Das wird schon nicht umsonst so teuer gewesen sein. Huch, ich hab einen Frame-Armbruch. Ja, und jetzt für alle, die jetzt rumflamen, ich will auch mitspielen. Der Nils zockt mit, weil Schulkumpel und so weiter. Und jetzt nicht irgendein Kein Abonnent. Abonnent, der Sonderrechte hat oder so. Nee. Gibt es nicht. Nope. Gibt's Ja, und da nicht. der Nils auch schon hier Terraria zockt. Hatte. Ja, dazu kann ich euch ja mal die Geschichte erzählen. Ich glaube, ich habe Ah sie ja, hast du ja schon. im Hast du ja vorigen schon. LP jetzt schon erzählt. Scheißegal, falls ihr nicht alles geguckt habt, weil ihr einfach zu faul seid, ist ja nicht so schlimm. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal kurz. Es war so, ich habe eigentlich mit Nils halt zusammen gespielt. Wir hatten ziemlich viel Fun eigentlich. Ah, dann hat irgendwann der Nils, allen Ernstes, Engels, also Demon Rings, ne? Wer das Spiel schon mal gespielt hat, weiß, was das ist, keinen Fallschaden mehr bekommen und fliegen können, in einer Kiste gefunden. Und dann war ich irgendwie total sauer drauf, weil ich, Alter, ich habe so lange gebraucht, bis ich die zusammen hatte und dann hatte der kein... Oh mein Gott. Mach mal Blue Faction an, dann weiß ich, wo du bist. Oh Mann! Wie viele Coins hatte ich denn? Nicht viele, doch Mach 6. mal Blue Faction. Ja, das interessiert auch niemanden. Ich bin einfach nur in die Mine Nein, gelatscht. nein, mich hier, damit wir, damit ich dich sehen kann. Ja, ich weiß. So, zufrieden. So. Alter. Ich kann mich gerade übelst stark doppelt hören. Wirklich? Ja, Mann. Ja, der Daniel. Hast du dein Headset ernsthaft auf? Ich glaube nicht, ne? Als ob. Nein, nein, jetzt habe ich nicht auf. Warte, ich mach's gerade mal. Wenn Weil du der es. Daniel ist immer zu faul, sein Headset anzuziehen, weil er einfach scheiße ist. Und dann, also der flamet halt irgendwie so rum, dass er das nicht anziehen will. Und Alter, aus irgendeinem Grund kann ich bei Terraria den In-Game-Sound einfach nicht auf mein Headset machen. Auf jeden Fall hörst du dich jetzt nicht doppelt. ja. Hoffentlich. Auf jeden Fall ist das so, dass er halt die ganze Zeit dann den Ingame-Sound anhat. Ja. Sollte nicht allzu schlimm sein. Ihr hört ihn ja auch bei mir relativ zeitgleich immer noch. Ja, das Problem ist halt, dass er das irgendwie nicht haben will und er meint halt, weil er halt so ein hammer-nices Bla-Bla-Bla-Mikro hat. So ein rundes, so ein Vibrator oder sowas, ne? So sieht das aus, kennt er. Meint er, das ist ja auch ein Studio-Mikrofon und weil das ja nur so... Hä, was erzählst du da für ein Bullshit? Hey, du sagst doch, das ist ein Studio-Mikrofon. Nein, ich meine jetzt den anderen Bullshit. Ich zieh's einfach nicht an, weil normalerweise sollte das Mikro Ja, das wollte ich doch gerade sagen, du Depp. nicht Was habe ich mehr denn zu deinem aufnehmen. Headset gesagt? Ich habe nur gesagt, dass du So, es und nicht du. aufziehen willst. Ey, jetzt lass mich mal kurz ausreden. Normalerweise sollte das den Sound eigentlich nur rundherum um mein hier. Was So, meinst du, was ich dir gerade... Faustabstand Weißt du, was ich aufnehmen gerade und eben erzählen wollte? deswegen ziehe ich das nämlich nicht an und ich habe da jetzt nicht großartig rumgeflamed. Ich habe mich nur so ein bisschen gewundert, warum der das jetzt hört. Keine Ahnung, Also, du hast dich aber schon das. früher geweigert, dein Headset anzuziehen. Ja, da kann ich auch verstehen, dass du da darüber hier dass du es nicht haben willst. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, er ist halt irgendwie, keine Ahnung, er meint halt, weil ich ein Großmembran habe, müsste man es bei ihm nicht hören, aber naja, okay. Stimmt irgendwie nicht so. Was?
Ja, du sa Was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Nein, das meine ich auch gar nicht so. Hä, wie? Wieso Also, sagst du das dann ich so? habe ein Großmembran. So. Ja. Ja. Deswegen musst du auf jeden Fall ein Headset anziehen, Ja, sonst ich hört hab. man. Genau. Aber da du eh aufnimmst, ist das eigentlich auch egal. Und ich habe ein Mikrofon, was. Ich habe kein Stimmt. Jetzt, wo du Großmembranmikrofon. sagst, ist es eigentlich total egal, ob ich das jetzt anziehe oder nicht. Ich. Ja, Ja, er hat nur ich. eigentlich ein Mikro, was halt so für Live-Aufnahmen gedacht ist, ne? So Na, in die ja. Hand grabbeln und dann aufnehmen. Dafür ist es, glaube ich, eigentlich gedacht. Dafür ist es gedacht. Das ist für alle, die es wissen wollen, das Shure SM58. Und das hat Irgendwie. so eine Nierenaufnahmetechnik. Ich weiß jetzt nicht das genaue. Moment, du weißt schon, dass ich auch eine Nierenaufnahmetechnik habe. Hä? Du weißt auch, dass Ja, ich auf jeden Fall. mit goldbedampfter und elastisch geladener Alter, Nier das hat doch gar geladener. nichts damit zu tun, was mein Mikro hat. Also Peters ist ein. Ich. Ist doch so. Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Was ist denn? Aber bei mir steht doch auf der Verpackung, hey, bei Amazon stand, dass das ein elastisch goldbedampftes Nierengedödeltes bla 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 hat. Ich bin gerade wirklich, kein Witz, ich bin gerade richtig krass verwirrt gerade im Moment. Ja, Weil wenn das ich. wirklich eine spezielle Aufnahmetechnik ist, die der Mikro hat, dann hab. Was? Nein! Also, für alle Dumpfbacken wie für uns beide, die nicht so viel von solchen Fachbegriffen wie Nierenaufnahmetechnik oder wie auch immer das heißt, verstehen, erkläre ich so. Also, mein Mikrofon sollte in einem kleineren Umfeld aufnehmen und Peters Mikrofon kann je nach Einstellung auch einen ganzen Raum aufnehmen. Alter! Zieh Das das ist rein. der. Da wäre ich Das. fast runtergefallen. Der Unterschied. Ja, Du hast das. doch eine Grappling Hook. Ja, okay, du vor. Es ist trotzdem immer gefährlich, in so eine Scheiße reinzujumpen. Fertig. So, So ja, oder so also ist es für gefährlich. alle Vollidioten, also wie uns beide. Ist ja auch egal, wir hören jetzt einfach auf. Also irgendwie. Ach, hier unten bin ich gestorben. Guck hier. Ja, also mein Mikrofon sollte eigentlich nicht so viel aufnehmen, deswegen habe ich mich gerade eben auch so ein bisschen gewundert. Aber natürlich kann sein, dass es jetzt durch irgendwas kann sein, dass der Peter hört. Keine Ahnung, also Headset. ich höre auf jeden Fall den Ingame-Sound und den Ding-Sound, aber du hast ja auch das, du hast ja allen Ernstes auch das Klicken von meinem Mikrofon gehört, was ich eigentlich meinte, aus der Aufnahme verbannt zu haben, weil ich habe das ja jetzt auch so eingestellt, dass mein Mikro genauso viel abfängt wie deins. Ob du es glaubst oder nicht, das kann man ja mit dem Gain einstellen und ich habe den eigentlich relativ niedrig gedreht, damit man nicht die scheiß Akustik von meinem Zimmer hört. Also ich versuche es euch möglichst gut zu machen und ich bin halt so ein bisschen. Hörst du mich noch? Ja. Und jetzt? Jetzt bist du wahrscheinlich zu leise. Okay, dann stelle ich mich jetzt einfach mal so. Hörst du jetzt noch meine In-Game-Sound? Weiß ich nicht, der ist auch gar nicht so störend, weil der wird ja von meinem überdeckt. Stell dich wieder zurück, du hörst dich gerade so ein bisschen dumpfbackig an, weißt du, so ein bisschen abgeklungen oder wie man das meinen nennen mag. Na gut. Na Ja, gut, dann besser. lassen wir es jetzt einfach mal so. Ja. Was machen wir hier unten eigentlich? Ja, die Mine Hier weiterbauen unten. vielleicht? Ah ja, und Ach vielleicht sollte ja. man auch noch so. Nein, das war jetzt eigentlich. Das, naja, war jetzt nicht wegen dir oder so. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja gestern noch so ein bisschen gezockt. Terraria, einfach weil ich so ein bisschen mehr darüber erfahren wollte und so weiter. Und habe ernsthaft 70 Leuchtstäbe gefunden. Und das hat mich richtig gefreut. Und ich habe ein Blasrohr gefunden. Habe ich auch schon gefunden, habe ich in die Kiste verbannt. Totaler Bullshit. So ein Danke. Blasrohr. Ja, bitte, kein Problem. Ich sag dir Und lieber ich direkt, wenn was scheiße habe, ist, weil dann bist du nachher nicht enttäuscht. Weil damit schießt du irgendwie Seeds. Und wenn du mich fragst, kein Damage und, ja.
Ich habe jetzt, ich habe eine Dart-Trap Oh. gefunden. Oh. Ja, die habe ich ja auch schon gefunden. Habe ich dir auch schon was von erzählt, ne? Oh. Ja, sorry, es war jetzt gerade meine Mutter, aber die hat irgendwie die Eigenschaft, jedes Mal in mein Zimmer zu kommen, wenn sie irgendwo hinfährt, obwohl es mich nicht wirklich interessiert. Vor allem, wenn ich gerade am Aufnehmen bin, aber okay. Kann man nicht so einfach ändern. Ich gehe jetzt mal gerade aufs Klo, nur damit du Bescheid weißt, ne? Like this fühlt sich das an, Alter. Aber naja. Ich denke mir so. Nein, ich bin hier runtergefallen. Ich bin tot, ne? Nein, ich bin da gerade auch rausgekommen. Ist nur ziemlich schwer. Ja, ich bin auch so jetzt eigentlich schon voll der Profi damit, mit dieser Grappling Hook. Oh, hast du diesen Ja, hör mal. geilen Jump gesehen? Daniel, du Schlawiner. Was denn? Wollen wir da runtergehen? Ja, du Na hast doch komm. gesagt, hast du diesen geilen Dings gesehen oder sowas? Ah, da unten ist ein Dungeon oder sowas. Mit Holz. Ah, Holzdungeons sind immer cool. Jo. Ich mag das, wenn so zwei Spitzhacken aufeinander bashen. Ich finde das irgendwie total unfair. Oh, Gold. Weak Enchanted Boomerang. Healing Potion. Throwing Knife. Achso, Oh, ich glaube, ich habe das viel Wurfmesser. geilere bekommen, Alter. Gravitation Ich Potion. hab Hermes Boots. Ich kann mich noch genau an die Geschichte erinnern. Ich erzähle es euch jetzt mal. Was denn? Was ist das? Da kann ich sie ausrüsten. Also ich habe mal nach Mercurys gesucht. Also Mercury Boots sind so, ja, Boots halt, ne? Falls euch das was sagt, so Schuhe. Und was du da unten siehst, ist ein Dead Mana. Die können Bomben droppen, also ziemlich witzig. Und wer auf den Auf jeden drauf? Fall die Mercury Boots, ne? Sind Hm? Boots, die erhöhen dann Walkspeed, wenn du im Laufen drin bist, sag ich mal. Und deshalb eigentlich ziemlich nice. Verstehst du, Wischmann? Kommst du vielleicht mal hier Das mit heißt, wenn ich runter schnell und... laufe, wenn ich lange laufe, kriege ich so unter den Füßen und gehe richtig ab, ne? Eben diese Boots hatte ich damals im Survival Play, also ich habe nie Creative gespielt, also Komm, 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 wirklich komm. Survival Play, der ist nichts Besonderes, die kannst du einfach drauf Achso. schießen. Das ist halt nur die Chance, dass der Bomben droppt. Der ist nicht wirklich so mega stark. Auf jeden Fall hatte ich dann diese Mercury Boots stundenlang gesucht und irgendwann dann auch gefunden und jetzt finde ich sie hier in der zweiten Kiste. So, die sind ziemlich witzig, weil dadurch wird man halt viel schneller. Alter, warum habe ich zwei Hämmer? Oh mein Gott. Ich hasse ja Steam. Was denn? Beschäftigt. What the fuck? Ich bin doch auf beschäftigt. Erst offline stellen oder wie sieht das aus? Ja, sorry. Jetzt habt ihr mein Ingame-Profil gesehen, aber es ist ja auch nicht schlimm. Ihr könnt mich ja gerne adden. Mir Spiele schenken. Nein, nein. ja, ihr könnt mich gerne adden. Ich weiß nur nicht, ob ich euch annehme. Beziehungsweise, ob ich das irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das mitkriege. Ach so, das Hast meinst du du? eine Gold Chest dabei? Dann, ja, hast du. Guck mal, hier, ich habe so eine coole Gravitation Potion, damit kann man dann fliegen. Und dann nach Habe ich Floating auch. Island suchen. Ja? Dann... Hier, ich habe Bomben bekommen. Ja, toll. Aber nicht verwerfen, ja? Die brauchen wir später. Wofür? Um uns durch ein Material zu bauen, was man nicht mit Spitzhacken abbauen kann. Also nicht mit unseren Spitzhacken. Welches denn? Oh, das, was dieses in diesen Schattenbiomen ist, weißt du? Ah, wann gehen wir da eigentlich hin? Jetzt kannst du da hingehen, aber... Wie soll ich jetzt wieder da unten hinkommen? Zu Fuß? Verdammt! Wo lang? Wo lang sind wir gegangen? Findest du schon... Oh. Alter, verdammt, ich weiß nicht mehr. Ah, doch, ich glaube, ich weiß noch. Dann bei diesem Also bald verdammten finden Sack. wir vielleicht auch mal Lava. Das ist echt witzig, wenn man Minecraft gespielt hat. Dann so, oh, Lava findet man ja relativ schnell. Einfach nur ein bisschen runterbauen. Also die Tiefe, was hier Minenschicht angeht, ist in Terraria auf jeden Fall Ja, wie viele deutlich. Blöcke gibt's denn hier eigentlich? Also es gibt auch ein Ende, war ich damals relativ überrascht. Au, au! Puh, okay. Nein! Oh Gott! Nein, 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 nein! Okay, überlebt. Es war ein blauer Slime.
So, jetzt bin ich schon wieder da. Ich bin der Profi unter uns. Und. Da unten ist Au! ein Black Slab, ich Au! würde aufpassen, die sind stark. Ah, ich hab ihn Ja, gekillt. ich hab das, ich hab den getankt, extra. Ja, während ich drauf geschossen habe. Guck, der macht, dass du weniger sehen kannst. Richtig fiese Viecher. Ich sehe es schon. Oh ja, oh ja. In 20 Tagen ist es da. Hier in 14 Tagen war es. Ich mache aber immer noch die 20 Tage Nummer. Oh, oh, Golden. Hey, hey! So. Was ist Ey, denn da wieso drinne? kann ich die nicht. Kannst du die nicht öffnen? Band of Regeneration. Ah, das ist nice. Aber ein Ah, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich habe ein Band of Regeneration ausgerüstet. Hast du das Jetzt. schon? Einmal? Nein. Achso, ich dachte, das ist jetzt. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass man Sachen ausrüsten kann. Achso, So. Ich würde gerne mal in Richtung Dungeon gehen. Ich habe hier auch schon eine LP-Welt vorbereitet, also eigentlich, ich war noch nicht drauf. Die ist halt nicht large, sondern short. Ne? Eine neue Map, wo wir mit denselben Charakteren drauf spielen, nur dass die Map halt kleiner ist, damit wir dann zum Ozean rennen können und schneller das Dungeon finden können. Alter, ich bin zu bepackt, um hier Copper zu packen, ey. Wieso holst du dir eigentlich Cooper? Oder Copper? Warum nicht, Alter? Hast du schon eine Full Ja, was Copper? willst du denn damit machen? Hast du eine Full Copper Rüstung? Nö. Siehst du. Ja, dann, ich war in meiner Singleplayer-Welt in irgend so einer lila-blauen Welt. Ganz unten war die. Weißt du, was das ist? Ach so, da waren da so dicke Pilze. Ja. Ach so, ja. Ja, ich weiß auch nicht Ist die genau. besonders? Nö, aber ich weiß nicht genau, was das ist, aber ist nichts Wichtiges, also ist einfach nur Untergrundbiom halt, ne? Also. Passiert schon mal. Alter, wie lange braucht man hier, um in die Hölle zu kommen? Lange. Und noch viel schlimmer wird es dann, wenn du versuchst, einen Tunnel dahin zu bauen. Muss das sein? Ich dachte gerade. Was tust du da? Du machst die ganze Strecke kaputt, du. Welche Strecke? Geh doch mal außen rum, Digga. Ach so. Naja, wir wollen doch jetzt nicht den ganzen Gang wieder mit Wasser fluten hier, oder? Doch? Nicht. Okay. Was kann ich denn noch so machen? Ich kann einen Mana-Kristall machen. Ist das Aus nützlich? 20 Stars, ne? Aus 10. 10 Sternen kann man Mana-Kristall, sehr billig. Ich hatte 20 noch im Kopf. Wie gesagt. Wollen wir mal hier irgendwie runtergraben oder so? Scheiße. Mal bitte wieder zu. Hab ich gemacht. Alter, jetzt ist hier unten Wasser, ne? Also hast du gerade praktisch Wasser Ja. dupliziert. Nur es ist einfach nur aus dem Ja, aber der See war Gang doch eben genauso. da. Nein. Geht das nach einer Zeit weg? Was ist das Wasser? Nö. Ja. Verdammt! Was tust du? Ich will an die Urne, Digga. Nein! Standst auch im Feuerschatten, du Depp. Ich konnte dich gar nicht unterstützen. Im Feuerschatten? Oh ja. Was ist denn ein Feuerschatten?
Keine Ahnung, es gibt ja so den toten Winkel, weißt du? Okay. Wo bleibt denn der Nils eigentlich? Wahrscheinlich ist er zu doof, auf den Server hier zu connecten.